Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Kommen wir nun zum Ort des Geschehens und begeben wir uns zu diesem Zweck in eine kleine Einraumwohnung im Herzen der Hauptstadt. Seit Tagen haben Wohnungsnachbarn im Treppenhaus einen seltsamen Geruch festgestellt und schließlich die Ordnungshüter gebeten, sich ihrer Sorgen anzunehmen. Nach Aufbrechen der Tür stellte die Polizei fest, dass das kleine Apartment vollgestopft war mit Computern, Tonbandgeräten, Fernsehern und diversen elektronischen Apparaturen. Alles eingeschaltet. Nur vom Eigentümer keine Spur. Der beißende Geruch stammte von den überhitzten Geräten und Steckern, die bereits durchzuschmoren begannen. Niemand kennt den Eigentümer der Wohnung mit Namen oder weiß, wie er aussieht, so dass es nicht einmal möglich ist, eine Suchmeldung aufzugeben. Wer ist der mysteriöse oder die mysteriöse Eigentümerin des Apartments? Was ist aus ihr bzw. ihm geworden? Während wir den Ort wieder verlassen, fragen wir uns, wie es heute in dieser unserer von Computern regierten und kontrollierten Welt möglich ist, zu verschwinden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Welches Geheimnis verbirgt sich hinter dem Verschwinden des geheimnisvollen Benutzers der Wohnung? Da ich meine Stimme höre, muss jemand sich die Mühe gemacht haben, das Gerät einzuschalten. Ich kann diesem neugierigen jemand nur raten, sich bequem hinzusetzen. Also, vor vielen, vielen Jahren, gegen Ende des zweiten Jahrzehnts, der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts, war derjenige, den Sie jetzt reden hören, und dessen Name Sie nicht kennen, ach, wenn Sie mir unbedingt einen Namen geben wollen und wenn Sie eine humanistische Bildung haben, so nennen Sie mich niemand. Im Grunde ist Odysseus in allen Zeitaltern zu Hause. Ach, das gehört nicht zur Sache. Aber Sie werden häufig Dinge hören, die nicht dazu gehören. Das, was ich auf dieses Aufnahmegerät spreche und was Sie jetzt hören, ist eine Möglichkeit meines Daseins oder des Nichtseins. Diese Worte richten sich an niemand. Es ist mir egal, ob jemand sie hören wird. Es wäre mir sogar lieber, wenn niemand sie je zu hören brauchte. Also, vor vielen Jahren studierte ich Mathematik oder Volkswirtschaft oder eine andere exakte Wissenschaft. Sie werden gleich verstehen, warum ich mich nicht präziser ausdrücke. Wenn Sie es nicht verstehen, tut es auch nichts zur Sache. Ich studierte gerne. Doch mehr noch interessierten mich die komplexen Vorgänge, die eine Gesellschaft regulieren. Ich bitte ums Wort, Genossen! Genossen! Ich bitte ums Wort! Erst deinen Namen und wo du arbeitest und was du verdienst! Ich bin ein Kollege von euch. Und also arbeite ich nicht und deshalb verdiene ich auch nichts. Ich bin niemand. Betrachtet das als Deckname. Ich bin einer von den vielen Niemands, die unsere Gesellschaft bevölkern. Leute, die nicht zählen und auf deren Meinung es niemals ankommt. Ein Opfer des Staates. Und als ein anonymes Opfer des Staates will ich kämpfen. Ich bin einer von euch. Was Sie eben gehört haben, war keine Aufzeichnung aus jenen Jahren. Es ist eine virtuelle Rekonstruktion, die wir dem Computer und seinen multimedialen Systemen verdanken. Betrachten Sie die Stimme deshalb als authentisches Zitat, wie andere, die Sie noch hören werden.
Am Ende meiner Worte, für die ich zuerst ausgepfiffen, dann jedoch beklatscht wurde, und zwar mit jenem übertriebenen Enthusiasmus, zu dem wir damals wie ich waren, kam ein Mädchen auf mich zu. Sie war sehr schön. Aber in der Hitze des revolutionären Feuers fanden wir uns damals alle sehr schön. Hm? Du kennst mich nicht, oder? Sollte ich? Wir haben vorgestern zusammen das Evangelium rezitiert. Anschließend wurden wir zusammen verhaftet. Das war meine erste Verhaftung. Und da hast du dich nicht richtig umgeschaut. Habe ich recht? Ich hatte eine verflixte Angst. Da hat man bei der Polizei nichts von gemerkt. Name? Marcuse. Vorname? Herbert Mao C. Warum hast du aus dem Evangelium vorgelesen? Ich wollte die frohe Botschaft verkünden. Ist doch klar. Vor einer besetzten Fabrik? Ihr gebt alle die gleiche Antwort. Wer hat euch geschickt? Die Madonna. Sie ist mir erschienen. Wir haben uns schief gelacht. Und nun? Was und nun? Willst du mir danken für einen Augenblick der Heiterkeit? Ich wollte dir sagen, du gefällst mir. Mir gefällt deine Art, wie du für die Leute eintrittst. Die Leute sind wir. Und du bist niemand. Tja. Nicht sehr gesprächig, was? Nicht mehr als nötig. Ich bleibe trotzdem. Weißt du was? Sie können sich nicht vorstellen, was man mit einem gut ausgestatteten Computer und einem Stimmenverzeichnis alles machen kann. Meine Vergangenheit, meine Erinnerungen, ich habe alles mit dieser Maschine rekonstruiert und in ihrem Gedächtnis abgespeichert. Mein ganzes Leben ist und war ein Schwarzfilm, nur Stimmen, ganz ohne Bilder. Ich habe es sehr geliebt, dieses Mädchen. Ihr Name ist unwichtig. Immer standen wir in der ersten Reihe, um zu kämpfen und zu protestieren. Gegen die Ungerechtigkeit der Gesellschaft, den Klassenkampf von oben, zu Lasten der Schwachen, gegen die polizeilichen Unterdrückungsapparate, gegen die elektronischen Überwachungssysteme, die damals aufkamen und schon angewandt wurden. Ob das so bleibt? Die Musik, das will ich nicht hoffen. Was für Musik hättest du denn am liebsten? Ah, schwer zu sagen. Ja, fast unmöglich. Aber wir werden es schaffen. Im Herzen optimistisch, aber im Kopf ein Pessimist. Stimmt's? Aber immer. Ich liebe dich zum Wahnsinnigwerden. Mit dem Herzen oder mit dem Gehirn? Auch mit dem Bauch. Du bringst mich um den Verstand. Dann hast also auch du nichts zu verlieren. Als deine Ketten liebst du mich. Was waren wir doch naiv. Rein, ja, aber naiv. Sogar beim Tanzen, in den zartesten Augenblicken, hatten wir das Gefühl, wir müssten über unsere politischen Projekte reden. Die Leute, das war der Held unserer Gedanken und Aktionen. Die Menschen, die kein politisches Gewicht hatten, waren allemal besser als diejenigen, die uns regierten. Eine großartige Zeit war das, von heute her betrachtet, trotz aller Naivitäten und Kindereien. Die Veränderungen, die wir uns vorstellten, die wir ersehnten und anderen versprachen, schienen zum Greifen nahe. Die verkalkte Welt, aus der wir kamen, konnte die Massen, die sich da in Bewegung gesetzt hatten, nur noch zur Kenntnis nehmen. Das war unser Gefühl. Denn die Umwälzungen, die von ihnen ausgingen, meinten wir tagtäglich zu spüren, nachdem wir in unserer Jugend nur Unbeweglichkeit und Starrsinn kennengelernt hatten. Dann kam die Phase der Ermattung. So nannte man das damals. Aber wir kannten uns aus in den diversen Entwicklungsstufen der Revolution und beschlossen, dass es sich um die zwar schmerzlichen, jedoch notwendigen 3 Schritte vor, 2 Schritte zurück handeln müsse. Oder heißt es 2 vor, 1 zurück? Aber darin waren meiner Ansicht nach auch Faktoren schuld, die einfach zu stark waren. Der Nihilismus. Die Krise des Marxismus, die Sympathien für außerparlamentarische Bewegungen und das Zurückweichen vor dem Terrorismus. Was hast du gegen sie? Es sind unsere Kinder. Begreifst du das nicht? Kinder? Ich habe nie welche gewollt. Authentische Abkömmlinge unserer Ideen, das sind sie. Ach, kein Schwachsinn. Mit einer Kalaschnikow erreichst du gar nichts. Das fördert nur die Unterdrückung.
Je schlimmer, desto besser. Je schlimmer, desto schlimmer. Wenn die Leute uns nicht folgen, überzeugst du sie auch nicht durch Attentate, Entführungen und proletarische Banküberfälle. Ein mieser Kleinbürger bist du geworden. Ich sah sie nie wieder. Doch nicht das Gefängnis, in das man sie einsperrte, beendete unsere Geschichte. Es war eine neue Ära. Und wir hatten uns nichts mehr zu sagen. Das Volk, das wir so liebten, hatte uns enttäuscht. Die Leute wollten genau den Wohlstand und Konsumzwang, gegen den wir so gewettert hatten. Die Fakten schienen ihnen recht zu geben. Immer mehr Leute konnten sich ihre Wünsche erfüllen. Dazu hatte unsere Revolte immerhin beigetragen und anfangs schien es sogar, als würden auch ihre Bedürfnisse befriedigt. Oder vielleicht verwechselten wir auch die zwei Begriffe? Die Macht richtete es so ein, dass Bedürfnisse und Wünsche identisch aussahen. Die Sozialleistungen wurden großzügiger, der Lebensstandard verbesserte sich. Die neue Generation reagierte mit terroristischen Anschlägen. Und die Repression wurde gesteigert. Und ich? Ich nahm eine Arbeit an, die es mir erlaubte, so wenig wie möglich das Haus zu verlassen. Eine recht gut bezahlte Tätigkeit sogar, wie ich fand. Sie sicherte auch mir die Befriedigung meiner recht bescheidenen Bedürfnisse. Ich arbeitete als Lektor für ein Verlagshaus. Ich las Manuskripte. Die meisten waren entsetzlich, aber sie erlaubten mir einen Einblick in die Veränderungen, die in der Gesellschaft reiften. Sagte ich reiften? Es ist, wenn man es bedenkt, nicht der richtige Ausdruck. Sie sind zu höflich, zu mitfühlend. Nein, ich weiß, Sie verfolgen keine persönlichen Interessen, aber schauen Sie, Sie neigen dazu, alles zu loben. Alles, was wir Ihnen zu lesen geben, scheint Ihnen zu gefallen. Das stimmt nicht, das wissen Sie selber. Aber immer, wenn ich ein Manuskript aufschlage, denke ich an den Menschen, der das geschrieben hat. Seine Hoffnungen, Ängste und Versuche, dem Trott zu entrinnen. Soll man das einfach in den Papierkorb werfen? Ach, Sie sind ein intelligenter Lektor. Sie wissen genau, was Sie lesen. Und Sie können ein Manuskript mit großer Genauigkeit beurteilen. Wir bitten Sie lediglich, Ihre Gefühle hintanzustellen. Wir können nicht alles drucken. Auf der anderen Seite haben wir praktisch keine Zensur. Das brauche ich nicht zu betonen. Uns interessiert nicht, was ein Autor für politische oder moralische Vorstellungen hat. Wir sind keine Reaktionäre. Ist Ihnen das klar? Ja, gewiss. Ich werde versuchen, mich zu bessern. Und ich besserte mich. Oder man gab mir bessere Texte zu lesen und ich brauchte kein Mitleid mehr zu haben. Oder ich hatte kein Mitleid mehr. Eines Tages bekam ich eine Diskette. Ich schob sie in den Computer und freute mich über die grünlichen Wörter, die auf dem Bildschirm krabbelten. Jenseits der Grenzen lautete der Titel des Romans eines mir unbekannten Autors. Immer an den ungleichen Tagen betrat Dr. Bernhard die großen Säle der Nationalbibliothek und setzte sich an seinen Tisch. Sein Platz wurde immer für ihn freigehalten, denn es gab kaum Leser und die wenigen Besucher kannten die Gepflogenheiten des merkwürdigen Besuchers. Dr. Bernhard hatte viel von einem Genie an sich. Ich folgere das nicht allein aus der Wahl des Tisches und des Stuhls und das in einem Land, in dem man das Genie ablehnt. Eines Vormittags bemerkte ich, dass er auf seinem Tisch einen Stoß Notizblätter liegen gelassen hatte. Ich werde wohl nie erfahren, ob jemand, vielleicht ich selber, sie lesen sollte oder ob er sie wirklich vergessen hatte. Dr. Bernhards wissenschaftliche Bemühungen hatten, das ergab eine flüchtige Durchsicht der Exzerpte, offensichtlich nur ein Ziel, nachzuweisen, dass alle literarischen Werke, vor allem aber jene, die man im Laufe der Geschichte als genial kanonisiert hatte, voller Fehler steckten. Guten Morgen, Ludwig. Seine tiefe und kräftige Stimme ließ mich auffahren. Ich lächelte ihm zu, um meine Anwesenheit an seinem Arbeitsplatz zu entschuldigen. Wie es scheint, sind wir die letzten Besucher dieses Planeten. Aber die Leute haben recht. Warum sollten sie ihre Zeit und ihr Augenlicht für Bücher vergeuden, in denen jede Zeile von Irrtümern strotzt?
Nein, widersprechen Sie mir nicht. Auch William Shakespeare, auch Italo Calvino, auch Ovid, auch Thomas Mann, alle. Die Literaturgeschichte hat uns betroffen gemacht mit ihren angeblichen sprachlichen Fähigkeiten. Ich übertreibe nicht, mein Freund. Wenn Sie die Macht hätten, mir ein paar Jahrzehnte zu schenken, könnte ich Ihnen nachweisen, wer im Recht ist. Ich. Seine anmaßende Redeweise und die Arroganz seiner Ansichten faszinierten mich. Seit meine falsche, ja, vielleicht falsche Menschenfreundlichkeit verschwunden war, hatte ich das Gefühl, ebenfalls zu jenen Lebewesen zu gehören, die für die Gesellschaft verloren waren. Ich war ein glänzender Student gewesen, vorbildlicher Staatsbürger, gewissenhafter Mensch. Und was machte ich jetzt? Ich hockte wie ein Gefangener in den vier Wänden dieser Einraumwohnung, um anderer Leuts Manuskripte zu begutachten. Begutachten. Ich, der ich zu keiner Denunziation fähig war, ungeeignet, die Fehler der mir vorliegenden Manuskripte anzumerken, war andererseits komplett d'accord mit den kruden Maßstäben, die jener unbekannte Verfasser seiner Identifikationsfigur Dr. Bernhard in den Mund legte. Sein Werk war übrigens mit Sicherheit kein Pamphlet, sondern eher eine linke, aufklärerische Komödie. Ich übertrug die Diskette auf die Festplatte eines Computers und begann, den Text umzuschreiben, was mit einem ordentlichen Schreibprogramm nicht nur eine Leichtigkeit ist, sondern auch ein literarisches Vergnügen. Aus Dr. Bernhard wurde ein Herr Thomas. Es amüsierte mich, den Namen eines berühmten Autors, der auch in dem Manuskript vorkam, zu benutzen. Aus der Nationalbibliothek machte ich ein Museum. Ich tauschte Wörter aus und passte den Text meiner Redeweise an. Lange saß ich vor meiner Tastatur. Am Ende schmerzten mir die Augen, nicht jedoch das Gewissen. Der diesjährige Literaturpreis Opus Mirabilis geht auf einstimmigen Vorschlag der Jury an den Verfasser des Erstlingswerkes Keine Meister. Sein Verfasser ist, das Werk wurde unter Pseudonym eingesandt, was wir respektieren wollen. So wie wir auch die Kohärenz des unbekannten Autors respektieren wollen, den Preis nicht selber in Empfang zu nehmen. Wir sind am Telefon verbunden. Guten Abend und herzlichen Glückwunsch. Guten Abend und herzlichen Dank. Ich meine vor allen Dingen, dass ich diesen Preis absolut verdient habe. Auch wenn er mich eine Menge Sympathien kosten wird. Soll das heißen, Sie identifizieren sich mit dem Protagonisten Ihres Buches? Ja, vielleicht, aber es wäre gewiss klüger, Nein zu sagen. Mein Werk sieht keine Fortsetzung vor. Mit der ekelhaften Angewohnheit der Fortsetzung will ich nichts zu tun haben. Keine Meisterband 2. Können Sie sich das vorstellen? Wie im Kino oder im Fernsehen? In Anbetracht der Tatsache, dass unsere Preisverleihung vom Fernsehen live übertragen wird, könnte man sagen, Sie sind ein Schriftsteller, der sich nicht scheut, unsympathisch zu sein und anzuecken. Ich danke Ihnen für die Gelegenheit, das zu sagen. Ich weiß nicht, ob ich sympathisch bin oder anecke, aber ich bin kein Schriftsteller und will keiner sein. Dies ist mein erstes Werk und ich wünsche mir sehnlich, dass es auch mein einziges bleibt. Und was sagt Ihr Verleger dazu? Er hat nichts zu sagen. Er kümmert sich ums Geld verdienen. Das ist seine Aufgabe. So wie ich die Aufgabe habe, nicht zu schreiben. Wenn Sie die Frage erlauben, wie wollen Sie Ihren Lebensunterhalt verdienen? Ich hoffe, ich brauche nicht mehr zu stehlen. Wenigstens hatte ich die Wahrheit gesagt. Das Buch war nicht von mir und die Diskette mit dem Original dieses Meisterwerks befand sich im Archiv des Verlages zusammen mit dem gemeinsten Gutachten, das ich je verfasst hatte. Ich entschuldige mich nicht. Ich wollte auch einmal an einem gedeckten Tisch sitzen und ein Stück von der Torte abbekommen. Ich war enttäuscht, weil ich die Durchschnittsmenschen überbewertet hatte. Im Grunde waren sie nur wild auf Designerklamotten und immer schnellere Wagen. Jetzt war ich zufrieden. Alles, was mir fehlte, war das helle Viereck auf dem Tisch, an dem ich saß. Nie schaffte ich es, das Licht so einzustellen wie Herr Thomas in der Originalversion. Das heißt,
wie Dr. Bernhard. Hallo? Ja, bitte? Ich bin von dem Verlag... Oh nein, nicht schon wieder. Suchen Sie immer noch diesen Herrn Niemand, oder wie er heißt. Er wohnt nicht hier. Könnten Sie mir wenigstens Nein! sagen... Ich weiß nicht, wo er ist. In der Hölle, hoffe ich. Er ist weg, Fujikato. Wie soll ich es Ihnen sagen? Dies ist meine Telefonnummer. Und ich mag keine Bücher. Ich kann nicht mal lesen. Damit war ich im Nichts verschwunden. Ein Niemand im Nichts. Von mir als Lebendem war nur ein Bankkonto übrig geblieben, auf das meine Autorenhonorare überwiesen wurden. Meine? Naja, meine. Im Grunde hatte ich diesem Buch zum Erfolg verholfen. Aber in den Kopf stieg er mir nicht, der Erfolg. Immer seltener ging ich aus. Ich hatte meinen Computer, um mit der Welt zu kommunizieren, Rechnungen bezahlen, Überweisungen. Alles machte ich mit Hilfe meiner geliebten Chips. Sogar die Liebe. Es gibt wundervolle Programme, die das Liebesspiel Schritt für Schritt simulieren, vom Kennenlernen übers Flirten bis zur Umarmung. Außerdem gibt es die Mailbox, den Briefkasten am Arbeitsplatz. Stunden verbrachte ich vor dem Bildschirm, verschickte und empfing Nachrichten, wenn Sie wüssten, was für welche. Wann lernt man jemals eine Frau kennen, die sich traut, einem das zu sagen, was die mysteriösen Lebewesen, mit denen ich via Bildschirm verkehrte, sich zu schreiben trauten? Nie werde ich die Erregung vergessen und nie die Erektionen, in die mich ihr Flimmern versetzte. Eines Tages beschloss ich, diese erotische, auch pornografische Ader, die ich in mir entdeckt hatte, finanziell auszubeuten. Man kann mit Hilfe eines Stimmsynthesizers wunderbare Personen der verschiedensten Geschlechtsarten kreieren, denen man wiederum erotische Erfahrungen andichten kann, die jenseits aller Grenzen liegen. So installierte ich zusammen mit einer Telefongesellschaft in Hongkong eine erotische Hotline, auf der man von mir erfundene Fabeln für Erwachsene zu hören bekam. Etwas primitiv, aber sehr anregend. Gesprochen wurden die Geschichten von jungen Männern und Frauen, die allem Anschein nach zu allen nur vorstellbaren Wünschen bereit waren, auch zu unvorstellbaren, wenngleich nur akustisch. Sie werden nicht glauben, wie viel Bares in harter Valuta sich auf meinem Konto anzusammeln begann. Hi. Willkommen auf der Hotline der Sehnsucht. Sobald wir miteinander fertig sind, warten mehrere Mädchen sehnsüchtig darauf, dir ihre aufregenden Erfahrungen zu schildern. Deshalb notiert ihr bitte die folgenden Telefonnummern: 00 85678 43001 oder 002 003 und so weiter bis 010. Viele sexuelle Neuigkeiten für deine verschwiegensten Träume. Wenn du scharf bist auf schwule Erfahrungsberichte, musst du ebenfalls 00 85678 wählen, danach aber 44 und dann wieder 001, 002 und so fort. Bist du dagegen eine Frau und willst erfahren, was einen Mann so richtig in Schwung bringt, wähle ebenfalls 00 85678, dann jedoch 45, gefolgt von 001, 002, wie üblich. Während die Endziffern 46, gefolgt von den zwei Nullen und der Identifikationszahl für die geilste Stimme, für die Frauen reserviert ist, die ihre Sehnsüchte für eine Frau reserviert haben. Nun, hast du alles mitgeschrieben? 00 85 678 und dann 43 44 45 oder 46, je nach deinen geheimsten Wünschen, und die Kennzahl für deine Lieblingsstimme 001 002 etc. Ich heiße Justine und spiele am liebsten das unschuldige Opfer. Neulich im Internat nach dem Faustballspiel merkte ich plötzlich, dass ich die Letzte war. Ich stand splitternackt unter der Dusche und fand es so erregend, meinen herrlichen Körper einzuseifen, meine Maße sind 90-50-90, dass ich nicht merkte, dass alle meine Schulkameradinnen bereits gegangen waren. Langsam fuhr meine Hand durch den nach Moschus duftenden Schaum der luxuriösen Seife, die ich so liebe, und streichelte mich sanft, als ich eine Männerstimme hörte. Ist da noch jemand? Es war unser Hausmeister, ein junger, hübscher Kerl mit schwellenden Muskeln, der mir schon lange auffiel, aber der mich bisher keines Blickes gewürdigt hatte.
Er vernahm ein leises, lustvolles Stöhnen, kam näher und jetzt sah ich ihn durch die Milchglasscheibe. Langsam wurde die Duschkabine geöffnet. Die Qualität meiner literarischen Produktion war zweifellos gesunken. Entsprach jedoch, meinem Kontostand nach zu urteilen, den Ansprüchen von Pensionären wie von Jugendlichen, Alleinstehenden und Verheirateten. Warum, fragte ich mich, soll man den Leuten nicht geben, was sie wollen? Es war nicht meine Schuld, wenn sie einen miserablen Geschmack hatten. Ich blieb mir treu. Nur die Leute, für die ich protestiert hatte, waren in Wirklichkeit anders, als ich mir vorgestellt hatte. Ihre Schuld war es. Die Schuld der Männer und Frauen, die in dieser unserer Gesellschaft leben, dass die Dinge sich nicht verändern ließen. Früher, als wir noch engagiert waren, hieß es, das Volk sei allemal besser als die Regierenden. Mit den Jahren war ich zu der traurigen Feststellung gelangt, dass die Regierenden mit den Regierten identisch waren. So war es ungerecht, die Schuld dafür, dass die Lage so war, wie sie war, nur den Herrschenden zu geben. Nicht zuletzt deshalb, weil sie in einer demokratischen Gesellschaft in gewisser Weise auch von einer Mehrheit gewählt werden. Eine Mehrheit, die vielleicht manipuliert wird von den Massenmedien, die wiederum von den Politikern direkt beherrscht oder manipuliert werden. Aber die vorherrschende Einstellung der letzten Jahre lautete doch, lieber in einer Traumwelt leben, als etwas zu ändern. Angesichts der Misslichkeiten des täglichen Lebens, der Unvernunft und Unkontrollierbarkeit der tatsächlichen Ereignisse war es bequemer, sich etwas zu erfinden. Eine Liebe ohne Risiko, ohne Verpflichtungen, ohne gestern und morgen. Eine hübsche Lust ohne Last, die keine Spuren hinterlässt und uns zu nichts verpflichtet. Wenn das so war, konnte man entweder die Fernbedienung in die Hand nehmen und sich die verschiedenen visuellen Wirklichkeiten ins Haus holen, oder man konnte sich mit den modernen Technologien vertraut machen und Lebensfälle simulieren, nicht existierende Verbindungen herstellen, die auf Annahmen beruhten, nicht jedoch auf Nachprüfungen. Wenn das die Welt war. Was meinen Eindruck noch bestärkte, dass die Leute genau das wollten, waren gewisse Stimmen, die ich mit Richtmikrofonen eingefangen hatte. Ich war stets sehr neugierig und hatte immer meinen Spaß daran, die Menschen zu belauschen, so dass ich eines Tages beschloss, ihre Gespräche heimlich aufzuzeichnen und aus ihren banalen Wörtern eine akustische Marmelade zu kochen, um zukünftigen Hörern eine Vorstellung vom kulturellen Niveau und vom Bewusstsein unserer Tage zu vermitteln. Die einzige Erleuchtung ist der farbige Bildschirm des Computers. Wenn die Realität unerträglich wird, bleibt uns zum Glück immer noch ihre Inszenierung. Nein? Also bitte. Wenn die Realität unerträglich wird, bleibt uns zum Glück immer noch ihre Inszenierung. Und dafür eignet sich, so banal es auch sein mag, am besten das Fernsehen. Wir sind gut dran heutzutage, wir wissen alles. Das Fernsehen bringt uns die Welt ins Haus. Ich entsinne mich noch der Direktübertragung des Bombenattentats auf den ägyptischen Präsidenten. Da sah ich zum ersten Mal, wie ein Arm durch die Luft flog. Wir haben es weit gebracht. Aber wo sind wir hingekommen, gnädige Frau? Wenn ich könnte, würde ich auswandern. In Madagaskar soll das Leben spottbillig sein. Man kriegt einen Boy und das ganze Personal für ein Apfel und ein Ei pro Tag. Ein Freund von mir, Schauspieler, lebt in Argentinien. Von seiner Pension konnte er hier nur verhungern. Dort drüben lebt er wie ein Nabob. In Amerika ist alles anders. Nehmen Sie die Schauspieler. Die singen, tanzen, rezitieren, können reiten und schießen. Das sind Profis. Auf der ganzen Linie. Wir wollen doch nicht rassistisch werden, bitte. Vor Gott sind wir alle gleich, oder? Worauf es ankommt, ist ein bisschen Toleranz. Ach, ich halte das nicht mehr aus. An jeder Ampel wollen sie einem die Scheibe putzen. Ich sage nein und sie putzen trotzdem. Ich bin gewiss keine Rassistin, aber... Uns geht es schlechter als früher den Russen. Wir stehen nur noch Schlange. Die Russen. Was hat sie bloß dazu getrieben? Früher hatten sie noch eine gewisse Sicherheit. Wohnung, medizinische Betreuung, öffentliche Dienstleistungen. Jetzt müssen sie mit $10 im Monat auskommen. Die Freiheit lässt sich nicht in Geld ausdrücken, meine... Vor mir lag die Welt auf der Konsole meines Computers. Ich brauchte nur noch meine technischen Kenntnisse zu arrondieren. Dann wurde ich eins mit der Maschine.
Meine Finger glitten flink und sicher über die Tastatur und fanden traumwandlerisch den Zutritt zur äußeren Welt, oder besser zu jenem Segment der äußeren Welt, das mich interessierte. Breite Datenstraßen, bevölkert von Chips, hin und her wogende Bänder, die die diversen Teile des Computers miteinander verbinden. Kleine Häuser, in denen die Festplatte und die Disketten die Datenträger meiner Erinnerungen nisten. Nie begegnete mir ein menschliches Wesen in meiner kleinen, riesigen Stadt. Ich wollte sie nicht. Ich brauchte sie nicht. Ich wollte den Abschied, oder besser, ich hatte bereits Abschied genommen von einer lärmenden Zeitgenossenschaft. Natürlich musste ich leben, überleben, auch wenn ich nur bescheidene Bedürfnisse hatte. Andererseits war nur mein Leben bescheiden, denn die Maschine, die mir zu leben half, mein einziger Genosse, auch im politischen Sinne, wenn man so will, der Computer, hatte viele Wünsche und kostspielige noch dazu. So nahm ich über Modem den Kontakt auf zu anderen informatischen Kreaturen und suchte das Gespräch mit jenen, die mehr oder weniger meinesgleichen waren. Den folgenden Dialog habe ich, wie alle anderen, akustisch rekonstruiert, um sie nicht mit Bildschirmgesprächen zu langweilen, aber auch zu meinem Vergnügen, um die Fantasie ein bisschen zu bewegen. Keinen meiner Gesprächspartner habe ich jemals kennengelernt, und so belustigt es mich, wenn die Stimme, die ich ihnen verliehen habe, dazu führt, dass wir uns, was interessieren mich Sie? Dass ich mir ein dazu passendes Gesicht vorstellen kann. Ein Gesicht, eine Figur, eine Körperhaltung. Hier, Tolkien, wir müssen sehr aufpassen, wenn wir auf Leitung sind. Da treibt sich ein Datenspitzel rum. Hier, Scooter. Meinst du den Hackerjäger, den die Soko-Datenkriminalität als virtuellen V-Mann eingeschleust hat? Der auch unsere Freunde vom Hamburger Chaos Computer Club auf dem Gewissen hat? Eben den. Verwarnung. Mach dir nichts vor, du siehst uns nicht, aber wir haben dich unter Kontrolle. Hier spricht niemand. Und was hast du gemacht? Ich bin ihnen entwischt, aber es wäre nicht klug, jetzt darüber zu reden. Hast du unsere Bibel wieder aufleben lassen? Du laberst zu viel, niemand. Hör zu, hier habe ich eine hübsche Kontobewegung. Ich habe das Passwort rausgekriegt, mit dem man in das Sonderspesenkonto der deutschen Geheimdienste reinkommt. Aber jedes Mal nur ein paar Mark, sonst kriegen sie dich. Denk an Schlange und Rollo. Dafür habe ich beim bulgarischen Virus-Exchange einen neuen Virus abgestaubt. Wem wollen wir den schenken? So floss das Geld von einem Konto zum nächsten. Wenn sie wüssten, wie wenig man braucht, ein paar Pfennige, die niemand bemerkt, reichen aus, wenn sie sie mit tausend und abertausend Konten multiplizieren. Dann die Virusattacken. Mal aus Rache, mal um jemanden zu erpressen. Eine ganze Serie von kleinen, aber einträglichen Spielchen, die den Multinationalen und der ökonomischen Machtebene ganz schön zu schaffen machten. Wenn wir diese Mittel gehabt hätten, als wir noch jung waren, wie viele Schlägereien mit der Polizei wären uns erspart geblieben. Damals, in jenen fernen Jahren, hätte ich mir das Pseudonym Robin Hood gegeben und ein paar hübsche, außergewöhnliche Operationen durchgeführt. Ich hätte manch einen in die Knie gezwungen. So habe ich gelebt und nicht schlecht. Ich hatte meinen Spaß. Und doch, oh ja, es gibt immer ein Aber. Ein schreckliches, endgültiges Aber. Wenn es nicht so wäre, hätten Sie nicht dieses Tonband mit meiner Geschichte gehört. Und ich würde noch immer meine elektronischen Ausflüge machen. Aber so wie es ist, verwandelt sich diese Maschine, wenn man sie einmal missbraucht, in eine Apparatur, die eine entsetzliche, seelische Abhängigkeit schafft und die Außenwelt ausklammert. Sie stürzt denjenigen, der mit ihr umgeht, in eine Traumwelt, aus der es kein Entrinnen gibt, da sie alle Vorstellungen sichtbar materialisiert.
Und ich musste auch feststellen, wie gut es sich lebt in meiner virtuellen Realität. Ich hatte gar nicht mehr den Wunsch, noch einmal unter Menschen zu gehen. Ich montierte, adaptierte, interpretierte, stellte lesbare Sequenzen her, brachte sie sogar zum Reden, bis ich nicht anders konnte, als auf mich selber die Prozesse der Selbstauflösung anzuwenden, die ich inzwischen so gut beherrschte. So betrat ich die Maschine endgültig und wurde eins mit einem Computer. Es gibt mich nicht mehr. Ich habe aufgehört zu existieren und bin nur noch ein Chip unter Millionen anderen. Endlich den anderen gleich. Den Kindern der menschlichen Intelligenz, die ich liebe und die mich niemals enttäuschen werden. Ein Niemand unter vielen Niemands. Ein Odysseus von der Größe eines Bits. Nur aus alberner Rachsucht hinterlasse ich diese Aufzeichnung. Sie sollen wissen, was man im Namen der Menschheit für Opfer bringt. Es gibt keine Spuren von meinen Straftaten, nur dieses Tonband, das sich soeben automatisch zu löschen beginnt. Nur, ich werde mein Nichtsein fortsetzen und als Erreger fortbestehen, als Virus, als kranker Chip im Kopf derer, die mich gehört haben. Was wart ihr für Langweiler? In welche Depressionen habt ihr mich gestürzt? In welche Abgründe des Unwohlseins? Meine Rache, das sage ich euch, ist viel zu sanft. Was sagen Sie dazu, Herr Kommissar? Ich sage, wenn man diese Maschine missbraucht, verwandelt sie sich in eine Apparatur, die eine entsetzliche seelische Abhängigkeit schafft und die die Außenwelt ausklammert. Sie stürzt denjenigen, der mit ihr umgeht, in eine Traumwelt, aus der es kein Entrinnen gibt. Was wollen Sie damit sagen, Herr Kommissar? Das, was ich gesagt habe. Aber mit was für einer Stimme, Herr Kommissar? Was ist mit meiner Stimme? Wie dieser Niemand auf dem Tonband. Vielleicht, weil Sie das Gleiche gesagt haben. Wieso? Wer hat was gesagt? Niemand. Na bitte? Sie hörten Der Mann, der den Virus jagte, von Paolo Modugno. Es sprach Gerd Baltus. Ton und Technik Herbert Kuhlmann und Elke Tratnik. Regieassistenz Petra Feldhoff. Regie Dieter Karls. Thank you.